zusammen. Wenn dieses Video online geht, dann bin ich gerade in meiner Heimat angekommen und freue mich wahrscheinlich noch mehr, als ich es jetzt schon tue, darauf, Weihnachten mit meiner Familie zu verbringen. Ich liebe Weihnachten und ich freue mich jedes Jahr so sehr darauf. Letztes Jahr war das erste Jahr in meinem Leben, wo ich nicht mit meiner Familie gefeiert habe. Ich muss sagen, es war trotzdem ein wunderschönes Weihnachtsfest. Mein Freund und ich haben es uns sehr gemütlich gemacht und es war trotzdem sehr schön. Es war anders, aber es war trotzdem sehr schön. Aber ich freue mich jetzt umso mehr darauf, wieder meine liebsten Menschen um mich zu haben und zu essen und zu singen und zu erzählen und einfach eine schöne Zeit zusammen zu haben. Und ich glaube, dass Weihnachten dieses Jahr einfach noch besonderer wird, als es sonst sowieso schon ist. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass dieses Video hier ein bisschen gemütlicher wird und wir einfach über Weihnachten reden und ihr mir dabei zugucken könnt, wie ich unseren Baum schmücke und ich Zimtschnecken backe, ich endlich mein Lieblings-Zimtschneckenrezept mit euch teile. Aber es ist alles so ein bisschen chaotisch geworden und ich finde es trotzdem irgendwie zu schade, das Videomaterial nicht mit euch zu teilen. Aber es ist nicht so gemütlich, wie ich es mir ausgemalt hatte. Und ich glaube, das Video braucht auch so ein bisschen Struktur. Deswegen habe ich mich jetzt hier nochmal hingesetzt mit einem Tee und werde euch so ein bisschen durch das Video begleiten. Fangen wir einfach mal vorne an. Und zwar haben Max und ich dieses Jahr zum ersten Mal einen echten Baum, einen echten Tannenbaum. Ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang einen echten Tannenbaum. Und als Max und ich dann zusammengezogen sind, haben wir uns einen Kunstbaum angeschafft bzw. geschenkt bekommen. Und das war dann so all die Jahre unser Baum, den wir dann zu Weihnachten geschmückt haben. Und so ein Kunstbaum ist ja auch sehr nachhaltig. Aber dieses Jahr habe ich einfach so sehr wie nie zuvor das Bedürfnis gehabt, einfach einen echten Tannenbaum zu holen. Und ich habe darüber dann auch auf Instagram gesprochen und so viele von euch haben mir einfach gut zugesprochen und haben gesagt, hey, es ist alles ziemlich schwierig und wenn es dich glücklich macht, dann hol dir eine Tanne, gönn dir einen echten Weihnachtsbaum. Und ja, den haben wir uns dann geholt. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das Wohnzimmer betrete, macht diese Tanne mich einfach so glücklich. Und sie riecht so gut und es ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und genau das, was ich mir für dieses Jahr gewünscht hatte und was mich einfach glücklich gemacht hat. Max und ich haben dann den Baum zusammen aufgestellt und sind nochmal losgezogen und haben neuen Baumschmuck besorgt. Wir haben damals mit dem Kunstbaum auch den Baumschmuck geschenkt bekommen und er war immer sehr, sehr bunt. Und ich fand es immer ganz nett, aber ich dachte, dass wir dieses Jahr dann auf unseren echten Tannenbaum neuen Baumschmuck holen, der so ein bisschen neutraler ist, in gedeckteren Tönen und vielleicht hellen Tönen. Es ist dann doch eine andere Farbauswahl geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin sehr zufrieden damit und ich habe die ganzen Sachen auch noch im Sale bekommen. Das ist dann immer noch so ein kleiner Bonus. Ich wollte aber unbedingt noch irgendwas Natürliches und habe mich dann dazu entschieden, zum ersten Mal in meinem Leben Orangenscheiben selbst zu trocknen. Es geht eigentlich super leicht. Ich bin nur nicht so gut darin, Orangen in gleichmäßige Scheiben zu schneiden, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also ich habe die Orangen in Scheiben geschnitten und habe sie dann, ich glaube, für so 4 Stunden bei, ich meine, 150 bis 160 Grad im Ofen gebacken, getrocknet und habe immer wieder die Türen in Spalt geöffnet, damit die Feuchtigkeit entziehen kann. Dann ging es auch schon ans Schmücken. Ich habe mir einfach Michael Bublés Christmas Album voll aufgedreht und habe angefangen zu schmücken. Ich weiß nicht, was Leute gegen Michael Bublés Christmas Song Album haben. Ich liebe das total. Für mich gehört das einfach zu Weihnachten dazu. Also habe ich das einfach auf Dauerschleife gehört und habe losgeschmückt.
weiß gar nicht, ob ich unsere Tanne nochmal in ihrer Gänze gefilmt habe. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich von der Tanne gefilmt habe, einfach weil ich so in meinem Film war. Da sieht man, sie sieht so ein bisschen aus, als hätte sie zu wenig Lichter. Aber das hat sie gar nicht, sie ist wunderschön. Sie ist jetzt schon so ein bisschen trocken, aber sie riecht so gut. Immer wenn ich Yoga mache abends, oh, es ist einfach so ein wohliges Gefühl und so ein schöner Duft. Ich liebe es sehr. Ja, jetzt kommen wir zu dem etwas chaotischen Teil des Videos. Ich wollte nämlich eigentlich Zimtschnecken backen. Ich liebe Zimt. Ich bin ein totaler Zimt-Fan das ganze Jahr lang, aber natürlich auch an Weihnachten. Für mich gehört das dazu. Deswegen dachte ich, okay, das ist der perfekte Moment, um das Zimtschneckenrezept von meiner lieben Freundin Nina mit euch zu teilen. Ich habe diese Zimtschnecken im Spätsommer mit Nina zusammen gebacken und ich war so begeistert, dass ich direkt das Rezept haben wollte. Und sie hat mir das Rezept gegeben für 1 Kilogramm Mehl, was offensichtlich ein bisschen viel ist. Deswegen wollte ich es einfach runterrechnen. Gar kein Problem. Leute, ich sag's euch, das Chaos hört nicht auf. Jetzt ist mein Laptop-Speicher voll und die Soundspur hat nicht mehr aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Mikro und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, ich weiß nicht, was man noch gehört hat. Auf jeden Fall wollte ich die Mengenangaben einfach runterrechnen. Ist ja auch gar kein Problem. Aber unsere Küchenwaage hat sich dazu entschieden, den Geist aufzugeben. Beziehungsweise ist sie gerade dabei, den Geist aufzugeben. Also sie hat nicht einfach aufgehört zu funktionieren, sondern sie dachte sich, sie macht mir einfach das Leben total schwer und fängt an, falsch zu wiegen. Das heißt, ich wollte das Mehl abwiegen und wollte 500 Gramm. Und gefühlt mit jedem bisschen Mehl, was ich dazugegeben habe, ging das Gewicht auf einmal runter. Dann wurde es viel, viel mehr, dann wieder viel, viel weniger. Und irgendwie jedes Mal, wenn man die Waage berührt hat, hat es ein anderes Gewicht angezeigt. Und das macht das Ganze dann natürlich ein bisschen schwierig. Die Waage ist einfach mal gar nicht auf meiner Seite. Ich habe schon die Batterien gewechselt, weil guck mal, jedes Mal, wenn ich die drauf stelle, zeigt die Waage was anderes an. Ah, war so herrlich. Oh, jetzt haben wir 510. Ja, wie viel haben wir dann jetzt? Ah, Hilfe. Das wird so nix. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich nicht genug Zucker habe. Das war aber noch nicht das größte Problem, sondern das größte Problem war, dass ich dann Butter in der Hafermilch schmelzen wollte und diese Milch, dieses Milchgemisch dann zum Mehl gegeben habe und mir aufgefallen ist, dann erst in dem Moment, dass ich leider die Menge Milch für 1 Kilo Mehl genommen habe. Das heißt, ich musste dann doch das Rezept für 1 Kilo Mehl machen. Und ja, ich habe versucht, den Teig zu retten. Oh, er war in einer viel zu kleinen Schüssel und ist aufgegangen. Und wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war wirklich tragisch. Es ist ein doller Hefeteig. Es war einfach viel zu viel. Und ich war dann irgendwie schon so frustriert. Und ich war müde und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Und habe dann erst angefangen, die Zimtschnecken dann zu rollen. Und ich glaube, ich hatte auch viel zu wenig Füllung für so viel Teig. Und ja, es war irgendwie eine totale Katastrophe. Aber ich werde euch jetzt trotzdem mal so eine kleine Montage zeigen vom Zimtschneckenbacken und werde es so weihnachtlich aussehen lassen, wie es nur geht. Aber wisst, dass ich wirklich laut geschrien habe. Aber so das letzte Teigstück war dann tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und die Zimtschnecken waren geschmacklich trotzdem sehr lecker. Bisschen wenig Füllung für meinen Geschmack. Ich schreibe euch auf jeden Fall alle Zutaten und alle Mengenangaben mal in die Infobox. Und ein kleiner Tipp von meiner Freundin Nina. Ich habe sie extra nochmal gefragt. Wenn ihr Zimtschnecken schneidet, legt die immer mit der... Also wenn ihr schneidet, legt die Seite, wo das so ein bisschen rausgequollen ist, in dem Moment, wo ihr es geschnitten habt, nach oben. Da, wo die Füllung so ein bisschen rausgequetscht wird, mit der Seite legt ihr es nach oben. Und dann soll es in der Regel eigentlich super gut funktionieren und nicht zu lang backen. Ich habe dann aus dem missratenen Teigklotz, habe ich dann versucht, so einen Zimthefekranz zu machen. Ja, aber seht selbst.
Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video trotzdem vielleicht gefallen hat. Ich weiß es nicht. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Aber ich freue mich auf alles, was das nächste Jahr bringt. Jetzt erstmal wird aber Weihnachten gefeiert. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Wenn ihr kein Weihnachten feiert oder wenn das für euch eine schwierige Zeit ist, dann fühlt euch auf jeden Fall umarmt. Ich heul gleich. Der Verschluss von meiner Kette war die ganze Zeit vorne. Wenn euch das genauso wahnsinnig macht wie mich, dann tut es mir sehr leid. Ja, der Grund, warum ich so emotional bin, ist, dass ich weiß, dass es für viele Leute da draußen eine schwierige Zeit ist. Und gleichzeitig ist es für mich fast schon die schönste Zeit des Jahres. Und ich wünschte, jeder... Ich meine, es muss ja nicht so sein. Also wenn ihr einfach grundsätzlich sagt, so nee, ich finde es einfach scheiße, deswegen feiere ich das nicht und ich finde es irgendwie nicht cool, dann ist es ja alles cool. Aber wenn ihr euch wünschen würdet, dass ihr einfach ein schönes Weihnachtsfest habt und es nicht habt, dann macht mich das ein bisschen traurig, weil ich Weihnachten einfach liebe. Ich freue mich einfach auf diesen Break, auf diese Pause voller Liebe und Essen. Gib mir Essen. Das war's von mir, bevor ich jetzt hier anfange, komplett zu heulen. Das will ja auch keiner sehen. Aber genießt die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüssi!